Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir sind hier gerade in Kristarium und müssen jetzt zurück zu Alfino und mit dem Kristallexachen quatschen. Und ja, das machen wir jetzt auch. So, dann einmal bitte zum Exarchen. Dankeschön. So, wie schaut's aus? Ich habe unseren Freunden bereits davon berichtet, dass ein angeblicher Krieger des Lichts aufgetaucht ist und den Sündenvertilger erschlagen hat. Aber es gibt da noch etwas, das ich vorschlagen möchte. Es dürfte dich ebenfalls interessieren. Also dann, kommen wir zu meinem Vorschlag. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir den Leuten die Wahrheit über Artbird und die Kriege des Lichts in der ersten Splitterwelt erzählen. Ich habe jüngst viel Zeit im Kabinett der Kuriositäten verbracht und die Anzahl derer, die mehr über die Geschichte ihrer Welt erfahren möchten, ist beachtlich. Und dieses Ansinnen ist überaus löblich. Die meisten Bücher beschreiben die Kriege des Lichts allerdings als die großen Sünder, die Verursacher der Lichtflut. Wir wissen natürlich, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Und just in dieser Situation taucht jemand auf, der sich selbst als Krieger des Lichts bezeichnet. Wenn wir jetzt die Wahrheit noch weiter verheimlichen, sehe ich eher eine ernste Gefahr für das Wohl dieser Welt. Sicher, für die allermeisten in der ersten Splitterwelt löst der Name Artbird ein starkes Unbehagen aus. 100 Jahre lang wurde die Geschichte der Kriege des Lichts immer und immer wieder erzählt, bis sie irgendwann zu unangefochtener Wahrheit wurde. Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als sie für die großen Sünde zu halten. Ich bin mir natürlich über die wahren Begebenheiten im Klaren. Ich habe die Aufzeichnungen, die ihr mir hinterlassen habt, eingehend studiert und ich weiß um Artbirds Opfer. Doch ich traf in diese Welt ein, als die Lichtflut erst wenige Jahre zurücklag und die Namen der Kriege des Lichts wurden bereits in aller Winkel Norfrans verflucht. Natürlich gab es auch jene, die Artbird und seine Getreuen persönlich kannten und alles dafür taten, trotz aller Anfeindungen die Kriege des Lichts zu verteidigen. Auch ich hatte das kürzlich knäppliche Vergnügen, sie vor dem Ausbruch der Lichtflut kennenzulernen. Sie haben sich für mich eingesetzt und den Missbrauch meines Wissens durch den verrucht verräterischen Hofmagier untersucht. Es waren gute Seelen, auch wenn sie als Kardinaltugenden viel Leid verursacht haben. Aber dass sie den Untergang der Welt herbeigesehnt haben, war für mich schon immer unglaublich unvorstellbar. Leider sind es die Grausamkeiten der Geschichte, die sich in das kollektive Gedächtnis einprägen und die Zeiten überdauern. Welche guten Taten sie auch vollbracht haben mögen, die Stimmen, die sie daran erinnern, sind verstummt und jetzt erinnert man sich an die Kriege des Lichts nur noch als große Sünde. Mit der schier überwältigenden Zerstörungskraft der Lichtflut konfrontiert, alle Hoffnung beraubt und keiner anderen Ventil für die Wut über die eigene Machtlosigkeit zur Hand, ist es nicht weiter verwunderlich, dass man Artbird und die Seinen als Sündenböcke brandmarkte. Ein betrüblicher Irrtum der Geschichte ist das. Es liegt wohl in unserer Natur, eher dem Glauben zu schenken, was man glauben möchte, als der eigentlichen Wahrheit. Aber die Situation hat sich gewandelt. Die Dunkelheit ist wiedergekehrt und vielleicht sind die Leute nun tatsächlich empfänglicher für die Wahrheit. Ich erinnere mich noch gut daran, als du aus Tempest zurückgekehrt bist und mir erzählt hast, dass es Artbirds Geist war, der dir zum Sieg verholfen hat. Ich denke, die Chancen stehen gut, dass wir die Geschichtsschreibung ins rechte Licht rücken können. Gerecht wäre es. Ich habe einige wenige die Wahrheit bereits offenbart. Lyna war gelinde gesagt erstaunt. Ich denke, wir haben den Zeitpunkt erreicht, in dem wir der breiten Öffentlichkeit die ganze Wahrheit mitteilen sollten. Insofern stimme ich Alfinos Vorschlag voll zu. Was meinst du, Theo? Die Zeit ist reif oder ich wollte diese Ungerechtigkeit schon lange aus der Welt schaffen? Ja, ich denke, die Zeit ist reif dafür, dass die Leute das endlich wissen sollten. Damit wäre es beschlossene Sache. Ich schlage vor, wir versammeln die Stadtbewohner auf der Exedra. Der Kristallexarch und Begluck können sich weiter der Entwicklung des Wesenkristalls widmen. Der Rest teilt sich auf und verbreitet die Kunde in der Stadt. Sprecht jeden an, der euch in den Sinn kommt. Schreiten wir zur Tat. Gut, dann holen wir mal die ganzen Leute.
Gut, dann fangen wir mal hier vorne an und gehen dann erstmal links rüber. So, erstmal zu dir. Ah, war ich schön überrascht, dass du dich hier blicken lässt, Junge. Ich hoffe doch sehr, dass du nicht gekommen bist, um mir den Boden voll zu bluten. Naja, zumindest sehe ich keine Verletzungen. Ich muss ja sagen, dass ich dank dir in letzter Zeit weit weniger Verwundete zu versorgen habe als in der jüngeren Vergangenheit. Eine gute Sache, auch wenn ich jetzt weitaus weniger Gelegenheit habe, neue Kräuter und Tinkturen auszuprobieren. Na, kleiner Scherz am Rande. Natürlich tut es gut, mal nicht von morgens bis abends mit dem Tod konfrontiert zu werden, aber genug geredet. Sprich, was führt dich zu mir? Die Wahrheit über die Kriege des Lichts, sagst du? Der Kristallixach hat mir das schon davon erzählt, aber ich schätze, man kann nie genug wissen, wenn es um die Geschichte unserer Welt geht. Ich werde mir anhören, was ihr zu erzählen habt. Gut. Die sehen das ja relativ locker. So, dann zu dir. Ah, du bist du gekommen, um dir anzuschauen, was wir Fall zu bieten haben? Seitdem Julmo einen neuen Regenten hat, blüht der Handel hier nur so. Ich habe gehört, dass dieser Typ von der Daedalus-Steinhauerei da jetzt den Laden schmeißt. Endlich mal jemand, der sein Geschäft versteht. Wenn das so weitergeht, werden in ganz Nordfrand die Gildsäcke klingeln, werden uns vor Handel kaum retten können und ich muss mir womöglich noch eine größere Gildkiste zulegen, um einen Profit zu horten. Ha! Aber du bist gewiss nicht gekommen, dir meine Prahlerei anzuhören, oder? Ich verstehe, der Kristallixer hat bereits erwähnt, dass die Kriege des Lichts etwas mit einem Sieg und der Rückkehr der Nacht in unserer Welt zu tun hatten. Ich hatte mir schon länger gefragt, was genau an jedem Tag geschehen ist. Ein guter Händler ist immer gut informiert. Ich bin auf jeden Fall dabei. Gut, dann jetzt noch hier oben. Was, wenn das nicht mein liebster Reisender Theo ist? Was verschafft mir die Ehre? Was es auch immer sein mag, seitdem du die Nacht wiedergebracht hast, kann ich mich vor Gästen kaum noch retten. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Auf keinen Fall. Um ehrlich zu sein, macht es mich glücklich, wenn ich Reisenden zuhöre, die davon erzählen, welche prächtige Gesellschaft sie doch auf ihren Reisen hatten und wie schön die Landschaft auch sei. Gefällt mir alles viel besser als die Schauergeschichten von überfallenden Karawanen und das Rätselraten über die sichersten Reiserouten von und nach Kristarium. Die Wahrheit über die Kriege des Lichts? Der Kristallxar hat einiges angedeutet, aber wenn du mich fragst, kann ich bei den Halunken an nichts anderes denken als an die vier Kardinaltugenden. Wie? Du sagst, meine Meinung dazu könnte sich schon bald ändern? Also wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Ich werde da sein. Kannst dich darauf verlassen. Gut, dann jetzt hier rüber zur Manufaktur der Gemeinschaft. Da können wir den Stadt-Etheriten benutzen. Theo, was für ein Zufall. Ich wollte dich gerade aufsuchen, um dir einen Brief von Grenold zu überreichen. Wer hätte gedacht, dass es sich am Meeresboden niederlassen würde? Am Meeresboden. Ein Glück, dass dich dein Weg nach Tempus geführt hat, sonst hätten wir vielleicht nie wieder von ihm gehört. Wie es aussieht, haben deine Abenteuer seinen Schaffensgeist inspiriert. Er ist mit seinem Werk offenbar vorangekommen. Vielleicht lässt er sich hier auch dazu überreden, sich mal hier blicken zu lassen. Wäre doch was, oder? Die Wahrheit über die Kriege des Lichts? Grenon hat bereits in seinen Schriften Andeutungen gemacht. Ich kann nicht behaupten, dass ich allzu erpicht darauf bin, alte Wunden aufzureißen, aber ich werde mir anhören, was du zu sagen hast. Gut, und jetzt noch zum Kabinett der Kuriositäten.
Ach, wenn ich doch nur wüsste, wie ich dieses Dilemma auflösen könnte. Dieses Missverständnis muss endlich aus der Welt geschafft werden. Oh, entschuldige, ich habe dich gar nicht bemerkt. Um ehrlich zu sein, zerbreche ich mir den Kopf über Artbert und die Kriege des Lichts. Seine Rolle in der Geschichte müsste eigentlich neu beschrieben werden. Die Kriege des Lichts haben es verdient, endlich als Helden unserer Welt anerkannt zu werden. Bedauerlicherweise berichten die meisten Bücher über sie nur als die großen Sünder und die Kardinaltugenden, die Auslöser der Lichtflut. Ich fürchte, das führt dazu, dass unser verzerrtes Geschichtsbild weiter verfälscht wird. Aber das muss sich ändern. Der Titel Kriege des Lichts muss in ein neues Licht gerückt werden. Eines, das historisch akkurat ist. Man müsste genau das tun, was ich vorhabe. Wie, du planst deine Ansprache vor den Bürgern der Stadt zu halten und willst die Wahrheit über die Kriege des Lichts erzählen? Eine vortreffliche Idee. Längst überfällig, wenn ich mal so frei sein darf. Wenn der Krieger der Dunkelheit spricht, werden seine Worte zweifelsfrei auf fruchtbaren Boden fallen. Ich kann mir niemanden vorstellen, der ein höheres Ansehen genießt als du, Theo. Jo, so sieht's aus. So, dann jetzt zur Exedra. Oder Propyleum, wie auch immer. So, das sind alle. Ah, da bist du ja. Ich glaube, wir vier haben nun ganz Kristarium abgegrast. Bleibt nur noch darauf zu warten, dass die Stadt sich hier versammelt. Wie ich sehe, haben sich bereits alle versammelt. Dann können wir ja anfangen. Ich weiß, ich dränge mich bei solchen Anlässen immer etwas in den Vordergrund. Aber diese Geschichte erzählst du lieber selbst, Krieger der Dunkelheit. Der Meinung bin ich auch. Die Wahrheit aus deinem Mund wird viel mehr Gewicht haben, als wenn sie von einem von uns kommt. Eine logische Entscheidung. Wer könnte die Geschichte der Krieger des Lichts besser erzählen als ein Krieger des Lichts selbst? Und das ist die Wahrheit über die Krieger des Lichts? Unglaublich. Obwohl sie die Lichtflut ausgelöst haben, haben sie also versucht, das eigene Leben aufzugeben, um in eine andere Welt zu reisen und dort nach einer Lösung zu suchen. Und dann haben sie auch noch ihre Seelen geopfert, um für uns die Lichtflut zu stoppen. Was für Narren wir doch waren. Anstatt ihr Opfer zu würdigen, haben wir sie aus Unwissenheit verdammt. Damit sollten die Namen der Krieger des Lichts endlich wieder reingewaschen sein. Das etwa. Hm,
Kannst du Artbird etwa auch sehen? Und ich dachte nur, ich könnte ihn sehen. Du siehst ihn etwa auch? Hm. Sagen wir das mit Artbird. Ja, ich sehe eine Gestalt. Ist das etwa ein Geist? Ich sehe ihn ebenfalls. Das ist der Krieger der Dunkelheit, dem wir uns einst im Ursprung entgegenstellten. Der Krieger des Lichts der ersten Splitterwelt. Artbird. Was hat das zu bedeuten? Hey! Du bist doch der, der den Sündenvertilger erschlagen hat! Nun hat der Krieger der Dunkelheit also die Wahrheit über die Krieger des Lichts verkündet. Wie zuvorkommend. Aber ab hier übernehme besser ich. Bürger von Crystarium, hört mich an. Ich bin Artbird, Krieger des Lichts. Unmöglich. Du und deine Freunde seid schon vor langer Zeit gestorben. Ja, das stimmt. Doch als der Krieger der Dunkelheit diese Welt von ihrem Leid befreite, wurde ich ins Leben zurückgerufen. Dies ist der Wille des Lichts. Und ich wurde entsandt, um neue Krieger des Lichts zu berufen. Dieser Held kommt nicht aus unserer Welt. Er entstammt einem uns gänzlich unbekannten Stern. Und irgendwann muss er auch dorthin zurückkehren. Deshalb liegt es nun an euch selbst, diese Welt zu beschützen. Die Tage, in denen wir uns auf fremde Retter stützen konnten, sind vorbei. Es ist Zeit, den eigenen Heldenmut zu finden. Es ist Zeit, dass wir alle als Krieger des Lichts wieder auferstehen. Wir sollen zu Kriegern des Lichts werden? Heldentum ist nichts Besonderes. Nehmt mich. Ich wurde nicht als Held geboren. Ich war nur ein einfacher Wanderer. Und während ich nichts weiter tat, als anderen Reisenden meine Hilfe anzubieten, begann man, mich als einen Krieger des Lichts zu bezeichnen. Heute weiß ich, dass jeder das Zeug dazu hat, ein Krieger des Lichts zu werden. Und dazu braucht es nur eines: den Willen, für andere einzustehen. Nach dem Kampf in Tempest hast du dich noch gewundert, was aus Artbirds Geist geworden ist. Nun steht er in Fleisch und Blut vor uns und hält mitreißende Reden. Wenn wir jetzt hierbleiben, um ihn oder seine Botschaft in Frage zu stellen, werden wir die Bürger der Stadt nur verwirren. Ich schlage vor, wir ziehen uns vorerst ins Okular zurück. Ich bleibe hier und behalte ihn im Auge. Falls nötig, werde ich ihm folgen. Das ist also der Krieger des Lichts der ersten Splitterwelt. Ich sehe ihn zum ersten Mal. Aber ihr seid besser mit seinem Gesicht vertraut. Ist er es ohne Zweifel? Ich kenne ihn und die Seinen. Und ja, der Redner dort unten auf dem Platz ist Artbird. Doch die fragliche Frage lautet: Wie hat er sein Leben zurückerlangt? Entweder es ist unmöglich oder es ist auf keinen Fall Artbird. Also eigentlich ist es unmöglich. Es ist wie du sagst. Im Kampf gegen Emmet Selch wurde seine Seele von dir absorbiert.
Dein Äther strahlt selbst jetzt noch ein starkes Licht aus. Ein Beweis, dass Artbert noch immer Teil von dir ist. Damit hätten wir eine Wiedergeburt Artberts ausgeschlossen. Und doch haben wir ihn alle gesehen. Sein Auftreten erinnert mich an die vier Kardinaltugenden. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Sündenvertilger vor uns haben. Seine Wiederkehr kann nur eines bedeuten. Ein Aschen. Es ist durchaus denkbar, dass sich ein Aschen seines Körpers bemächtigt hat. Ich habe gehört, dass die sterblichen Überreste der Krieger des Lichts in der Nähe von Yulmor beerdigt worden seien. Also bevor sie als große Sünder bezeichnet wurden. Alle bis auf Artbert wurden als die vier Kardinaltugenden ins Leben zurückgerufen. Damit bleibt nur noch sein Leichnam, der von einem Aschen besessen werden könnte. Wenn dies das Werk der Aschens ist, kommt eigentlich nur der letzte der ursprünglichen in Frage. Elidibus. Du hast davon berichtet, dass Xenos seinen eigenen Körper wieder in Besitz genommen hat. Das heißt, der Fürsprecher musste den Körper des galäischen Prinzen aufgeben. Stattdessen hat er sich Artberts Körper bemächtigt und sich sogleich daran gemacht, das dunkle Werk der Aschens weiterzuführen. Nun, da Emmet Selch nicht mehr existiert. Was sind das für garstig grässliche Geschöpfe, die Leichen wie eine Feiertagstracht zu tragen vermögen? Die Aschens sind übermächtige, körperlose Wesen, deren Existenz sich den Sinnen der Normalsterblichen entzieht. Als Elidibus sich das erste Mal im Sonnenwind zeigte, konnten nur Menphilia und unser Held hier seine Gestalt wahrnehmen. Ich vermochte seine Anwesenheit nicht einmal zu erahnen. Solange man nicht über die Kraft des Transzendierens verfügt, ist es äußerst schwierig, die körperlose Gestalt eines Aschens wahrzunehmen. Deshalb machen sie sich auch jedes Mal das Fleisch anderer zu eigen, wenn sie ihren schändlichen Einfluss in der Welt ausüben möchten. Auch bei meinem Kontakt mit Elidibus hatte er wohl vom Körper eines fremden Besitz ergriffen, denn Alize und Tancred konnten ihn ebenso sehen wie ich. La Habrea kontrollierte einst Tancred, und Emmet Selch benutzte die Gestalt des galäischen Kaisers Solus. Es ist das gleiche Prinzip. Allerdings können die Aschens offenbar nicht in jeden beliebigen Körper schlüpfen, sonst hätten sie sich längst schon unseres Helden bedient. Aber er ist offenbar immun. Die Gnade des Lichts verhindert vermutlich, dass er besessen werden kann. Ein anderer Grund, sollte er existieren, ist mir nicht bekannt. Gelänge es Ihnen doch, wäre das eine Katastrophe. Ich wage mir gar nicht auszumalen, was dann passiert. Unser Kampf gegen die Aschens wäre womöglich verloren. Artbert war zwar auch ein Krieger des Lichts, doch die Resistenz gegen die Aschens ist wohl an den Geist und nicht an die sterbliche Hülle gebunden. Das könnte die Erklärung dafür sein, warum Elidibus sich seinen Körper trotzdem aneignen konnte. Aber dass ausgerechnet ein Aschen die Leute dazu aufruft, den Kriegern des Lichts nachzueifern, das klingt ja wie ein schlechter Scherz. Elidibus. Einst gänzlich in Weiß gekleidet, bezeichnet er sich selbst als Fürsprecher, Bewahrer des Gleichgewichts zwischen Licht und Dunkelheit. Nun ist er der Letzte der Ursprünglichen. Ich hatte sogar bereits Gelegenheit, mit ihm Worte zu wechseln. Als ich von der Zersplitterung und dem Ziel erfuhr, die Welten zu vereinigen, hatte ich mir vorgenommen, seinen Plan zu vereiteln. Diese eigenmächtige Entscheidung damals war nicht lobenswert, sondern vielmehr töricht. Aber es gewährte mir die Chance, Elidibus kennenzulernen. Und was für ein durchtriebener Ränkeschmied er doch ist. Mit nichts als Worten brachte er Artbert und seine Getreuen dazu, ihr Leben wegzuwerfen, in die Ursprungswelt zu reisen und seinen Plan in die Tat umzusetzen.
Auch diesmal manipuliert er eiskalt alles und jeden, auf dass sie ihm einzig und allein als Erfüllungsgehilfen für seine Pläne dienen mögen. Und wenn wir ihm nun hier und heute offen widersprechen, so wird es die Bürger, die gerade erst die Wahrheit über die Krieger des Lichts erfahren haben, womöglich in Aufruhr versetzen. Zumal ich vermute, dass es dir kaum recht sein dürfte, wenn Artberts Andenken nun wieder in Zweifel gezogen würde. Dann schlage ich vor, dass wir sein Handeln zunächst im Stillen verfolgen, anstatt sofort Alarm zu schlagen. Wie es scheint, hat er seine unredliche Rede beendet. Was jetzt? Schauen wir nun stillschweigend zu? Alfino hat seine Beschattung bereits aufgenommen. Vertrauen wir auf sein Geschick. Uns bleibt zunächst nichts weiter, als abzuwarten. Tja, dann warten wir mal ab. So, wir können uns hier was zu essen aussuchen. Nehmen wir doch irgendwas, was für jeden irgendwie passt. Ja, ich glaube, der Batavia-Salat passt eigentlich für jeden irgendwie. So. Elidibus, ich frage mich, was der große Ränkeschmied diesmal geplant hat. Ich muss gestehen, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was uns erwartet. Und wieder haben wir es mit einem Aschian zu tun. Es wird wirklich nie langweilig. Ob wir vielleicht diesmal eine Konfrontation entgehen können? Wir sollten ihn ausschalten, so schnell es geht. Das wäre dann wenigstens der letzte. Ich habe eins von Magie gehört, die ihr Opfer willenlos macht, aber Wesen, die beliebig von Körpern Besitz ergreifen, wie von Marionetten, eine fies, fürchterliche Vorstellung. Solch verruchtes Verhalten können wir unmöglich tolerieren. Von schlafenden Helden. Es war zweifellos an der Zeit, den Bürgern der Stadt die Wahrheit über die Kriege des Lichts zu erzählen. Und ich bin froh, dass wir dazu beitragen konnten, eine Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen. Aber das unerwartete Auftauchen Artberts stellt uns vor Probleme. Auch wenn uns klar ist, dass das nicht der echte Artbert der wahre Krieger des Lichts sein kann, muss das Schauspiel heute für die einfachen Leute wie ein Wunder gewirkt haben. Eine besonders misslich makabere Ironie des Schicksals. Ausgerechnet derjenige, der einst den Krieger des Lichts in seinen sicheren Tod entsandte, bemächtigt sich nun seiner Leiche, als sei sie nichts weiter als eine Tracht, die man sich nach Belieben überstreift. Wir müssen davon ausgehen, dass hier ein größerer Plan dahinter steckt. Aber was will dieser falsche Artbert damit erreichen, wenn er die Leute aufwiegelt? Um das herauszufinden und um unsere Hypothese zu stützen, dass wir es tatsächlich mit Elidibus zu tun haben, brauchen wir weitere Informationen. Allerdings bleibt uns momentan nichts anderes übrig, als abzuwarten, was die Observation Artberts durch Alfino zutage fördert. Ich würde ihn nur allzu gerne dabei unterstützen, aber wir sollten unauffällig vorgehen. Und jetzt, da wir es höchstwahrscheinlich erneut mit den Machenschaften eines Aschians zu tun haben, werden wir die Hilfe Tancreds, Rinas und Alizés benötigen. Ich werde sie persönlich aufsuchen und über die Lage informieren. Eine ausgezeichnete Idee. Auch wenn uns momentan ein wenig die Hände gebunden sein mögen, heißt es nicht, dass wir tatenlos zusehen müssen. Derweil werden Begluck und ich weiter mit Hochdruck an einer Methode forschen, Erinnerungen an den Wesenskristall zu binden. In diesem Fall werde ich nach Raktika begehen. Wir wissen zwar von Embetzeich einiges über die Zersplitterung der Welt und die Motive der Aschians, aber auch nur so viel, wie er uns wissen lassen wollte. Da schlage ich vor, wir sammeln Informationen und suchen so Wege, um hinter die Kulissen zu blicken. Informationen, die wir aus eigener Kraft gewonnen haben und die nicht aus zweiter Hand stammen. Tatsächlich habe ich von Almet aus Farnhoe eine Nachricht erhalten. Sie sagt, sie und ihre Schwestern hätten weitere bislang unerforschte Ruinen in den Irrungen der Kitari entdeckt, die aus der Zeit der Ronka stammen. Schon damals haben uns die Wandmalereien wichtige Einblicke in die Vergangenheit gegeben. Vielleicht erfahren wir dort etwas, das nicht aus der Hand der Aschien stammt. Ich
Ich bin dabei, gute Reise. Ob diese neuen Ruinen mit der Wasserschlange von Onka in Verbindung stehen? Stimmt, wir haben ja die Wildstämme der Kitari entdeckt und somit könnte das damit in Verbindung stehen. Ob die neuen Ruinen der Wasserschlange zugeordnet werden können, weiß ich nicht. Davon hat Almet nichts erwähnt. Aber dein Wissen über die Ronka wird sicherlich hilfreich sein. Ich hoffe, ich kann auf dich zählen. Almet erwartet uns in Fano. Sie und ihre Schwestern werden uns den Weg zu den Ruinen weisen. Ich schlage vor, wir treffen uns wieder, sobald wir neue Informationen gewonnen haben. Wenn ihr mich entschuldigt... Gut, brechen wir auf nach Fano. Das ist es. Und schwupps, weg sind wir. So. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Was machst denn du eigentlich da? Egal. Ich habe letztens im Auktionshaus ein bisschen rumgeguckt, ob es so günstige Pets im Angebot gibt. Und da ist mir aufgefallen, wir haben noch die drei Mini-Prima hier noch gar nicht. Und die waren relativ günstig für 30.000 circa. Deswegen dachte ich mir, hey, besorgst du die mal, dann haben wir die auch. So, erstens hätten wir hier mal den Mini-Infried. Er blutet nicht und du kannst ihn nicht töten, aber jederzeit fortschicken. Dann Mini Garuda, sie ist dir gewiss. Sei dir gewiss, sie wird dich im Sturm erobern. Und den Mini Titan, weitaus kleiner als das Original, doch seine Wut bringt Berge zum Einstürzen und Erze zum Schmelzen. So, die gucken wir uns auch natürlich an. So, von der Webergilde anlässlich des sich jährenden Triumphes über den Herrn des Infernos angefertigt. Ein brandheißer Artikel, der sich in Ulda blendend verkauft. Ja, das ist keine Mini-Ifrit. Chocobo, du gehst mal kurz weg, du stehst ein bisschen im Weg. Ja, der ist klein und putzig. Dann hätten wir noch die Mini-Garuda, obwohl sich wenige Gridania anfänglich vorbehalten gegen eine Puppengestalt des Primaris der Ixal hatten, verflüchtigten sich diese rasch, nachdem im Wochenmagazin Der Rabe ein Artikel über die unheilabwehrende magischen Kräfte der Puppe erschienen war. Ja, das ist die kleine Mini-Garuda. Die fliegt einem hinterher und sie kann sogar... Moment, wo haben wir es denn? Ach, wo ist denn dieser Beiwinken? Das muss ich mir direkt mal in die Favoriten packen. Da ist es. So. Die ist dann so halb auf der Schulter drauf. Und dann haben wir natürlich noch den Mini-Titan. Um die Puppe möglichst originalgetreu zu gestalten, wurden Trachtum, dem Held der Maulhelden, als Sonderberater in die Webergilde eingeladen. Seine Schilderung über den heldenhaften Kampf gegen Gigant stießen auf ungläubiges Staunen. Ja, das ist er. Ist jetzt nicht so besonders. Gut, aber ich würde tatsächlich erstmal ein bisschen die Garuda rufen, denn die schwebt einem so schön hinterher. Und ja. So, die wollte ich euch noch zeigen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann, ja, zu Istola. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann ja, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Dies ist der Wille des Lichts. Und ich wurde entsandt, um neue Krieger des Lichts zu berufen. Was geht hier vor sich? Emmet selbst.
Was ist da nur in dich gefahren?